Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Wolfgang Faist. Ich bin Professor für Bauphysik an der Universität Innsbruck und der Leiter des Internationalen Passivhausinstitutes. Passivhäuser werden in Zukunft immer wichtiger, denn Energie ist weltweit teurer geworden. Die drei Objekte, die Sie auf dieser ersten Folie sehen, das sind alles gebaute Passivhäuser, die bereits seit mehreren Jahren ihren Dienst als besonders komfortable Schule, Bürogebäude und Wohngebäude verrichten. Was sind Passivhäuser? Nun, Passivhäuser sind zunächst einmal Gebäude, die ganz normal genutzt werden, wie jedes andere Gebäude auch. Aber sie zeichnen sich durch einen ganz besonders niedrigen Energieverbrauch aus. Der Heizwärmeverbrauch in einem Passivhaus ist um einen Faktor 10 geringer als in einem gewöhnlichen Gebäude. Das zeigen Messungen in den gebauten Objekten. Hier sehen Sie zum Beispiel die Messungen in dem ersten realisierten Passivhaus in Darmstadt-Kranichstein, bei dem die Energieeinsparung mehr als 90% beträgt. Durch diesen extrem geringen Energieverbrauch sind Passivhäuser nachhaltige Gebäude. Die Nachhaltigkeit wird aber nicht dadurch erreicht, dass wir an der Behaglichkeit und an Komfort sparen würden, sondern es wird ausschließlich eine verbesserte Technik eingesetzt, die dafür sorgt, dass der Energieverbrauch am Ende sehr gering ist. Wie funktioniert das Ganze? Nun, zunächst einmal ist für das Passivhaus es besonders wichtig, dass wir die Einflüsse von besonders kalten Wetterbedingungen und von besonders warmen Wetterbedingungen auf der Außenseite auf den komfortabel zu halten Innenraum gering halten. Das geschieht durch eine gute Wärmedämmung. Wärmedämmung hält die Hitze von außen ab und sie sorgt auch dafür, dass während des Winters wenig Wärme nach außen verloren geht. Neben der Wärmedämmung der nicht transparenten Bauteile sind auch die Fenster besonders wichtig im Passivhaus. Sie sorgen dafür, dass wir hinausschauen können, dass wir Licht von außen hereinbekommen, aber auch gleichzeitig liefern sie während der kalten Jahreszeit Energie nach innen, die uns hilft, das Gebäude passiv warm zu halten. Das wusste übrigens auch schon Sokrates. Eine dritte wichtige Komponente des Passivhauses ist die Rückgewinnung von Wärme oder von Kälte aus der verbrauchten Luft. Nachdem wir die Luft im Inneren des Gebäudes genutzt haben, wollen wir sie, nachdem sie mit unseren Atemprodukten angereichert ist, nach außen abführen. Dabei geben wir aber auch gleich die gesamte Wärmeenergie und die gesamte Kühlenergie mit der Luft nach außen ab. Das muss aber nicht so sein, denn wir können einen Wärmeübertrager verwenden, um die Temperatur zwischen der warmen Luft, die hinausströmt, und der kalten Luft, die wir wieder hereinholen, auszutauschen. Und damit können wir diesen Wärmeverlust ganz dramatisch verringern. Ist denn eine gute Wärmedämmung auch in Griechenland wichtig? Genau das habe ich in dieser Folie einmal dargestellt. Jawohl, auch unter den Bedingungen des griechischen Klimas ist es sehr sinnvoll, eine nicht transparente Außenfassade Wärme zu dämmen. Und zwar mit Hilfe einer Dämmschicht, die ungefähr 15 cm stark sein sollte, für das typische griechische Klima. Das ist sowohl gut während des Winters, weil das Gebäude dann weniger Wärme verliert, als auch gut während des Sommers, weil dann weniger Hitze von der Außenoberfläche nach innen hereingetragen wird. Was hat es auf sich mit den Passivhausfenstern? Nun, auch das ist kein Geheimnis. Bessere Fenster haben einen niedrigeren Wärmeverlust nach außen, das heißt, sie sparen auch während des Winters wieder Energie ein, aber sie bringen auch im Sommer weniger Hitze von innen in das Gebäude herein. Gleichzeitig haben sie einen Energiedurchlassgrad, der dafür sorgt, dass nach wie vor Sonnenenergie von außen in das Gebäude hereinkommt und im Inneren genutzt werden kann. Im Sommer muss ich möglicherweise diese Fenster dann verschatten, damit ich auch nicht zu viel Energie hereinbekomme. Genau dies zeigt das folgende Diagramm. Hier haben wir uns einmal angeschaut, wie es sich in Griechenland verhält, wenn wir die Größe einer südgerichteten Fensterfläche vergrößern. Wenn wir das tun, dann sinkt einerseits der Energiebedarf während des Winters, weil wir ja kostenlos Heizwärme über die Einstrahlung durch das Fenster verfügbar bekommen. Aber auf der anderen Seite steigt möglicherweise der Kühlenergiebedarf während des Sommers an.
Gegebenenfalls muss ich ein großes Fenster, also in Griechenland, während der sommerlichen Hitzeperioden verschatten, damit hier nicht übermäßig viel Sonnenenergie in den Raum hinein gerät. Hier sehen Sie im Prinzip dargestellt, wie ein solcher Wärmeübertrager funktioniert. Das ist an sich ein ganz einfaches System. Es wird die warme Luft aus dem Innenraum an einer Oberfläche entlang geführt, sodass sie die Wärme an die Oberfläche abgeben kann. Und auf der anderen Seite dieser Oberfläche wird die kalte Luft von außen vorbeigeführt, sodass sie die Wärme von der Oberfläche entnehmen kann. Dadurch werden beide Luftströme getrennt gehalten, es wird also keine Abluft mit der Frischluft vermischt, es wird nur die Wärme aus der Abluft auf die Frischluft übertragen. Und das Ganze funktioniert auch im Sommer, wenn wir die Kälte zurückübertragen von der kühleren Innenluft auf die heiße hereingebrachte Außenluft. Passivhäuser sind inzwischen in ganz Europa gebaut worden. Die Europäische Gebäuderichtlinie sieht für 2020 vor, dass generell überall in der Qualität des Passivhausstandards gebaut werden soll. Da ist es sehr schön zu sehen, dass inzwischen überall in Europa bereits erste realisierte Beispiele existieren. Dafür, wie wir den Komfort verbessern können und gleichzeitig den Energieverbrauch ganz dramatisch reduzieren. Um den Informationsaustausch innerhalb der internationalen Aktivisten im Passivhausbereich zu verbessern, wurde vor 2 Jahren die Internationale Passive House Association gegründet. Hier sind inzwischen Mitglieder aus über 40 Ländern der Welt tätig. Das geht von Japan über China, Russland, Slowakei, ganz Europa, bis nach Amerika, Kanada und sogar in die Antarktis. Innerhalb der Passive House Association werden Informationen zum Bau von Passivhäusern bereitgestellt. Zum Beispiel über ein Internet-Tool, das sich Passipedia nennt. www.passipedia.org. Hier finden alle Interessenten Informationen über das Passivhaus. Wie kann ich in meinem Klima ein Gebäude so bauen, dass es so gut wie keine Wärme mehr verbraucht? Die internationale Passivhaus-Szene trifft sich einmal im Jahr zur internationalen Passivhaus-Tagung. Nächstes Jahr, vom 19. bis 20. April 2013, wird diese internationale Tagung in Frankfurt stattfinden. Frankfurt deswegen, weil die Stadt Frankfurt schon im Jahr 2006 beschlossen hat, dass alle städtischen Gebäude im Passivhaus-Standard gebaut werden. Deshalb gibt es in Frankfurt nun eine ganze Reihe von Schulen, Kindergärten, anderen öffentlichen Gebäuden, die als Passivhaus realisiert sind und die man bei dieser Tagung besichtigen kann. Alle Interessenten sind deshalb herzlich eingeladen, sich an dieser internationalen Tagung im nächsten Jahr zu beteiligen. Nun darf ich Ihnen aber zunächst einmal großen Erfolg für die nationale Tagung wünschen und ich freue mich schon darauf, dass wir in einigen Jahren dann zahlreiche Passivhausprojekte auch in Griechenland werden besichtigen können. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg.